Und als nächstes, und als nächstes hätten die zwei Vollidioten Wagrat und Karlbeiner die ganze Welt ins Chaos gestürzt. Sie haben den alten Sand wieder erweckt und die Knochenspinne hat dann verhindert, dass die ganze Welt zerschmettert wird, beziehungsweise überrollt wird vom unendlichen Sand, der nämlich selbst gelebt hat. Okay. Vollidioten hat er schon immer genannt. Obwohl wir haben schon mehrfach bewiesen haben, dass wir sind. Ihr könnt mir nicht beweisen, dass ihr keine Vollidioten seid. Das habe ich schon längst selbst bemerkt. Warum nennst du uns dann immer Vollidioten? Wenn ich euch das sage, dann habe ich euch doch nicht mehr im Griff. Du tust so, als ob wir deine Haustiere warten oder noch besser deine Kinder. Kinder! Nein! Ich brauche keine Kinder! Nein! 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 Damit kannst du abfliegen. Diese lästigen, nervigen Deppen, die Gründer dann nur den ganzen Tag nerven. Und. Warum willst du keine Kinder, Weidwein? Verstehst du denn nicht? Um Kinder zu haben, brauche ich doch erstmal ein Weib. Und die Weiber können mir gestohlen bleiben. Alle Weiber der ganzen Welt sind dumm. War eine Tatsache, da wir alle hier Männer sind. Oh meine Güte. Euch ist wohl gerade aufgefallen, dass ich nicht. Und ich in Wahrheit auch nicht. Was? Lange Geschichte. Tratsch es nicht unnötig herum, Manu. Das sollte am besten gar keiner wissen. Okay, Oma. Ich hol's geheim. Also dann, dürfen wir jetzt weiterzählen, Reitwein, oder störst du uns da jetzt noch eine Ewigkeit? Ja, dann erzählt weiter eure großen Dummheiten, die ihr angestellt habt, während der Kleine weg war. Reitwein, du musst nicht immer alles mies machen, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich aschervolle Umteier erlebt, von der du teilweise gar keine Ahnung hast. Machst du Witze? Ihr habt mir jedes einzelne eurer Abenteuer gezeigt. Jetzt hab ich mich selber reingelegt. Ja eben. Gib jetzt a Ruhe! Oder was, du hemdtragender Schniedelmutz, du? Wie der mit mir redet, ist nicht mehr normal. Gut, wenn die Knochenspinne sagt, dass ich leise sein soll, dann bin ich leise. Tut mir leid. Erzähl weiter, Waldrat. Also dann, nachdem die Knochenspinnen den unendlichen Sand besiegt hat, sind wir auf die Olm aufgegangen. Und dann als nächstes hat das Quiz unser Haus in Gefahr gebracht und hat fast über die Schluck geschmissen. Dann hat der Korn wieder seine große Show auftacken lassen. Dann sind wir zum Gestüt gegangen. Dann hat er da zum Pferdegestüt. Dann hat der Korn da zwischendrin auch. Pferde? Hast du Pferde gesagt, Oma? Was? Pferde interessieren mich mindestens genauso viel wie Oldtimer. Oma, können wir zum Pferdegestüt? Na jo. Also, wenn noch andere mitkommen? Ja! Ich hab keinen Bock mehr auf euer leeres Gequatsche hier. Ich will ein Abenteuer erleben. Oma, wo kommt die zweite Knochenspinne auf einmal her? Ach, wenn wir es genau nehmen, sind die zwei Knochenspinnen Freunde. Und wenn wir es noch genauer annehmen, sind sie mehr wie nur Freunde. Du meinst, sie sind ein Liebespaar? So in der Art. Wo? Und wer von sie ist das Mandel? Der Größere, der Ältere. Okay, also der da. Richtig. Also dann. Dann lasst uns gehen.
Jo, ich gehe wieder meine Freunde von Gestüt besuchen. Also, Satella. Manu Bella. Manu Bella. Tug mich nicht so fest. Manu, ich hab dich so vermisst. Ich dich auch, Bella. Bella, wir wollen jetzt gerade so ein Pferdegestüt gehen, weil der Manu es unbedingt sehen will. Kommst du mit? Na, Logo! Ich will endlich wieder mal was mit euch alle zusammen unternehmen. Mit Manu eingeschlossen. Ja, ja. Dann gehen wir. Bitte, kannst du mal auf, so nervig zu sein? Ich entschuldige mich, dass ich dich vorher so doof genannt habe. Manu. Ehrlich. Ach, schon gut, Redwein. Ich meine, jetzt kehren wir ja alle zu der Köflacher Ballade. Die Köflacher Ballade hat schon immer zusammengehalten. Obwohl es oft Streit gegeben hat. Manu, du nennst das bisschen, was du da erlebt hast, viel Streit. Da hättest du mal da sein sollen, was da für Streit im Gange war, wie du weg warst. Wenn du das erlebt hättest. Vor allem unser letztes Abend daher. Moment, nein, nicht unser letztes, aber einer von unseren letzten. Ich glaube nicht deutsch war das unser vorletztes Abend daher. Mit dem Gewicht und mit dem Kristallkönig und den Overlord. Was? Das erzählen wir. Nein, noch besser. Das schauen wir später an. Okay, Manu, oder sonst mal. Jo, Oma, du bist immer noch die Beste, genauso wie schon immer. Danke, Manu. So, Manu, da sind wir. Das ist das Pferdegestüt. Wow! Dang, 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 dang. Das Gestüt ist ja viel größer, wie ich gedacht habe, Oma. Hallo, Gestütschef. Wer bist du? Ich bin der Manu und ich wollte unbedingt her. Bist du der Chef von Gestüt? Ja, das bin ich. Oh, wie geil, darf ich mit dem Pferd reiten, bitte? Oh mein Gott, ich hab mich schon so auf das gefreut. Ich will unbedingt mit dem Pferd reiten. Wenn der Manu irgendwo von Pferde und Oldtimer hört, ist er genauso wenig zu bremsen wie der Korn, wenn er aber von Bier und Schokolade hört. Was? Wo ist Bier und Schokolade? Das hätte ich wohl lieber nicht sagen sollen. Was? Die Pferde bestehen aus Schokolade? Was? Nein. Na, Korn, die Pferde sind echt. Schokolade ist auch echt, du nutzlos Hirn. Da hinten ist ein Kessel voller Bier und Schokolade. Was? Dieser Kastner-Kessel da. Es war mein Nuss. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Hallo, ich bin dabei! Boah, du bist ja schon du bist ja schon fast so groß wie ich. Wie bist du denn angewachsen? Pass auf! Au. Wie gut, dass ich immer einen Helm auf hab. Du Langfuß! Jetzt reicht's mir aber, Korn! Du riechst das doch schon wieder so und schon auch! Und so weiter kann ich mir gleich dafür sorgen, dass du aus dem Gestüt rausgeschmissen wirst. Ja, dann werden wir Kommissar Kahler rufen. Ich hab's ja angefangen! Ich kenn ihn gut. Ich bin mit ihm Schule gegangen. Aha, ja genau. Und ich bin ein Fuß von den Knochenspinnen. Dang, dang, dang. Don't sleep.
Oh, was riecht das so? Moment, na, wo stinkt das so? Wo stinkt das so nach Gaulscheiße? Das bin ja ich! Ah! Vertraut's nie auf die dummen Gaul. Das ist ein Irre.